möchte ich nochmal ganz klar sagen. Aber das heißt nicht, dass es verboten ist zu laufen. Wir haben eine Menschen drauf. Wir dürfen hier laufen. Wir dürfen protestieren. Und wir werden gleich auf den Ball gehen und bis zum Osten weiterlaufen. Auch wenn die Polizei nicht möchte, dass wir das tun. Weil sie so unsicher hält. Aber ich sage euch, wir sind so viele. Wir haben Erfahrung damit. Es ist nicht unsicher. Wir gehen geordnet auf die Straße und wir machen dann das, was wir immer machen. Langsam laufen. Wir bleiben gewaltfrei. Und da passiert nichts. Das haben wir in den anderen Städten auch gesehen. Also, einer muss schon mal Bescheid sagen. Lauf mit deinem Blick. Ja. Liebe Polizei, da habt ihr eure Antwort. Lauft mit, auf welchen Plätzen das ist unangemeldet ist. Nochmal kurz ein bisschen Grundlagen. Wenn wir gleich laufen und von hinten kommt ein Rettungswagen, dann ruft bitte alle Rettungswagen. Wenn ihr irgendeinen Rettungswagen rufen hört, ruft das nochmal. Dann gehen wir alle geordnet zur Seite und lassen den Wagen durch. Wir haben in anderen Städten gesehen, wie gut das klappen kann. Also, wir bleiben. Wenn die Polizei versucht, das aufzuhalten, dann lassen wir es nicht aufhalten. Wir treten nicht durch die Kette, aber wir können sie auch schließen. Weiterhin aber auch die Ankündigung, auch wenn wir dafür bekannt sind, heute drehen wir uns nicht fest. Laufen weiter, laufen bis zum Hauptbahnhof und machen dort eine Exkursierung. Also, Stoppelfälle starten. Ich hoffe, wie auch immer.
So, nach über zwei Stunden sind wir jetzt hier angekommen am Hauptbahnhof. Ich möchte noch einmal ein paar Worte an die Polizei richten. Einmal danke, dass ihr uns begleitet habt. Wir werden friedlich den Platz verlassen und uns langsam auf den Weg machen. Danke.